Gut, Dr. Lisa Ortner-Kreil ist Kunsthistorikerin, Literaturwissenschaftlerin und seit 2013 wirkt sie am Kunstforum, als Kuratorin am Bank Austria Kunstforum in Wien. Und genau dort wird eben die bis dato größte Retrospektive zu Kiki Kogelnick gezeigt, die Frau Dr. Ortner-Kreil eben unter dem schönen Titel Now is the Time kuratiert hat. Andere Titel von anderen international beachteten Ausstellungen, die Lisa Ortner-Kreil verantwortet hat, sind zum Beispiel 2021 die Ausstellung Gerhard Richter, Landschaft, 2018 die Ausstellung Man Ray und 2016 die Ausstellung Martin Kippenberger XYZ. Lisa ist außerdem Lehrbeauftragte an der Universität für angewandte Kunst Wien. Sie ist Mitglied ganz verschiedener Kunstjuries, freilich als Autorin und Herausgeberin auch zahlreicher Publikationen tätig. Und sie ist gemeinsam mit Barbara Horvath auch die Gründerin einer Gegenwartskunstinitiative mit dem Titel Art Hoc Projects, eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, internationale Gegenwartskunst an atypische Orte zu bringen und damit eben auch neue Publikumsschichten erschließen zu können. Der heutige Vortrag lautet It Hurts, Angriff und Verteidigung im Werk von Kiki Kogelnick. Und wie Sie sich vorstellen können, haben wir uns ausgehend von dieses Vortragstitel für unsere Konferenztitel inspirieren lassen nach Rücksprache mit Lisa Ortner-Kreil. It Hurts ist wiederum der Titel von einer Gemäldeserie von Kogelnick, aber damit sind wir schon in medias res und ich freue mich, das Wort an dich übergeben zu dürfen. Danke. Vielen Dank, Daniela, für die einleitenden Worte. Vielen Dank auch an Elana und Eva-Maria für die Einladung und die Organisation dieses wichtigen Symposiums. Ja, also ich bin heute hier, um über eine Künstlerin zu sprechen, in deren Werk Gewalt eine eminente Rolle spielt, schon ab den 1960er Jahren, was aber bis dato nicht ins allgemeine Bewusstsein gedrungen ist. Das vielfältige Oeuvre dieser Künstlerin subsumierte man sehr lange Zeit unter den Kategorien Humor, Leichtfüßigkeit und Unbekümmertheit, was zweifellos auch zulässig ist, einen differenzierten Blick auf andere schwerwiegendere Aspekte in ihrem Werk jedoch bis heute verstellt. Die Rede ist von Kiki Kogelnick. Sie wurde 1935 in Graz geboren und ist in Bleiburg in Kärnten aufgewachsen, war auf internationalem Niveau lebend und arbeitend. Ihr medienübergreifendes Werk umfasst Malerei, Zeichnung, Skulptur, Objekte, Keramik und performative Praktiken. Kogelnicks Themen, und ich glaube, das werden wir morgen auch gemeinsam in der Ausstellung dann gut nachvollziehen können, sind erstaunlich aktuell. Die Errungenschaften und Auswüchse der Konsumgesellschaft, Vor- und Nachteile des technischen Fortschritts, Medizin und Diagnostik, sowie immer und immer wieder der weibliche Körper. Kogelnick kommt Mitte der 50er Jahre nach Wien zum Studium an der Akademie und dann an der Universität für angewandte Kunst. 1961 hat sie in Wien ihre erste Einzelausstellung in der Galerie St. Stephan. Mit Joie de vivre, Lebenslust, beschreibt Monsignore Otto Mauer, der eben, wie wir alle wissen, die Galerie St. Stephan geleitet hat. Also Otto Mauer beschreibt mit Joie de vivre diese gestischen Malereien, die sie in dieser Einzelausstellung zeigt. Und die sind in kräftigen Farben Orange, Blau, Pink gehalten. 1962, also im Jahr nach ihrer ersten Ausstellung, geht Kogelnick nach New York. Und aus diesem Jahr stammt auch das erste Foto, das ich Ihnen zeigen möchte. Der Eindruck der Metropole überwältigt sie. Neue künstlerische Materialien und der Kontakt mit einer sich gerade etablierenden Pop-Art-Szene in New York lassen ihren bildnerischen Output geradezu explodieren. Kogelnick zitiert die Formensprache der Pop-Art. Ihre Themen sind allerdings nicht unbedingt Pop-Art, wie wir sehen werden. Die erste Arbeit von Kogelnick, die ich Ihnen zeigen möchte, trägt den schlichten Titel Marilyn und stammt von 1962. Marilyn Monroe stirbt in diesem Sommer und Kogelnick
die sich bereits zuvor in ihren Malereien mit dem Mythos um die Leinwandgöttin beschäftigt hat, schreibt in einem Brief an ihre Mutter, den sie eben von New York nach Kärnten sendet, lustigerweise auf Englisch. Die beiden haben oft auf Englisch kommuniziert, weil Kugelnicks Mutter Englischlehrerin war, was natürlich Kugelnicks Einstieg in New York nicht unbedingt erschwert hat. Poor Marilyn, she died not far from here. I think I have to paint to her glory. Bemerkenswert an dieser Darstellung, und das habe ich eben auch versucht mit dieser ersten Folie, ist die Orientierung an der Venus von Willendorf, die Kugelnick als Mini-Replik besaß. Der Kunsthändler Eberhard Kornfeld hatte sie ihr geschenkt. Kugelnick macht praktisch die Fruchtbarkeitsgöttin mit der Leinwandgöttin kongruent in ihrem Bild. Die Darstellung von Brust, Becken und Schenkel sind eindeutige Hinweise auf die 30.000 Jahre alte Venus-Figurine, die sich im Naturhistorischen Museum in Wien befindet. In unserem Zusammenhang ist an diesem Bild besonders interessant, dass Kiki Kugelnick die weibliche Figur ohne Kopf darstellt. Und wir haben ja heute schon einige kopflose weibliche Körper gesehen. Anstelle des Kopfes ist ein Balken mit skapellartigen Klingen zu sehen, der sich auch auf der rechten unteren Bildmitte noch einmal wiederholt. Ich zitiere nochmal aus dem Brief, den Kugelnick an ihre Mutter gesendet hat. Her belly, also Marilyn Monroe's belly, was opened and they put her into a Frigidaire, schreibt Kugelnick. Entindividualisiert und zum Objekt reduziert haben wir hier einen frühen Kommentar von Kugelnick zum Thema Gewalt an der Frau, die im Falle von Marilyn Monroe vor allem die mediale Öffentlichkeit der Schauspielerin angetan hat. Ab 1968, das können Sie auf dieser Folie jetzt sehen, entstehen Kiki Kugelnicks Hangings, für die sie Körperumrisse abnimmt, wie sie es zuvor schon für Malereien getan hat und diese dann auf Vinyl überträgt. Ausgeschnitten und aufgehängt sind diese Arbeiten zwar farbenfroh und originell, doch auch bittere Kommentare auf häusliche Tätigkeiten des Wäschewaschens, des Schneiderns oder auch der Modeindustrie. Die Vorrichtung, die Kugelnick zur Präsentation ihrer Vinylskulpturen dienen, sind in diesem Fall links eine Wäschespinne und rechts ein Kleiderhaken. Über die Hangings kommt ein evident kritischer Ton in Kugelnicks künstlerischem Output an. People I have taken and people I want to take, betitelt Kugelnick eine handschriftliche Liste, die sich im Archiv der Kiki Kugelnick Foundation befindet und in der sie genau über jene Personen, die sie abgezogen hat bzw. noch abziehen möchte, Buch führt. Die knallbunte Farbigkeit dieser Hangings kontrastiert hochgradig mit ihrer Botschaft, die mitunter auch Gewalt umfasst. Angefangen vom possessiven, mehr oder weniger grausamen Akt der Habhaftwerdung eines Körpers über die Ausschnittanfertigung bzw. die Zusammenführung von Körper und Schere, also diese Hangings hat sie ja natürlich immer mit Schere aus Vinyl ausgeschnitten, bis zur Assoziation der Häutung und zur letztlich leblosen Anmutung der Körper oder der Körpersilhouetten. Ich möchte Ihnen hier zwei weitere Arbeiten von ihr aus dem Jahr 1970 zeigen. Links die Papierarbeit I feel like gone over by a truck und rechts die Arbeit ohne Titel in Klammer Körperteile. Wenn auch formal sehr unterschiedlich gelöst, links eine Papierarbeit, wie gesagt, rechts eine Vinylarbeit mit Ösen, also dasselbe Material, aus dem sie auch ihre Hangings macht, ist doch das Thema dasselbe. Gewalt. Die Erzählperspektive der Papierarbeit ist eindeutig jene der liegenden, plattgewalzten Körperkontur, die im Vergleich dazu überdimensionierte Hand, welche die Walze ergriffen hat, ist gerade im Begriff, den Körper, den liegenden Körper gefügig zu machen. Was besonders kenntlich gemacht wird durch die Tatsache, dass der obere Körperteil bereits farb- und regungslos ist, der untere Körperteil aber noch plastischer wirkt und von einer Punkteschraffur überzogen ist. Während die Gewaltanwendung in der Papierarbeit sowohl in körperlicher wie auch in seelischer und also metaphorischen Dimension aufgefasst werden kann, ist in der Vinylarbeit sexualisierte Gewalt das Thema. Das weibliche Becken oben ist wie ein Versatzstück, so wie es am gynäkologischen Stuhl geradezu festgeklemmt wird. Und das ist bei zahlreichen Darstellungen von Kiki Kugelnick rund um 1970 Thema. Im hier gezeigten Bildbeispiel möchte ich Ihre Aufmerksamkeit besonders auf diese beiden kleinen Ösen richten, die erlauben, die Beine beliebig zu bewegen.
Die Arbeit kann sowohl mit geöffneten als auch mit geschlossenen Beinen präsentiert werden. Also hier haben Sie die geschlossenen Beine. Wir werden morgen in der Ausstellung aber die gleiche Arbeit mit geöffneten Beinen sehen, was die Aussage der Arbeit natürlich komplett variabel hält. Die Hand des Aggressors, wie wir sie in der Papierarbeit eben sehen, gibt Kogelnick bei der Vinylarbeit buchstäblich in die Hand der betrachtenden Instanz. Das Thema Gewalt im Bild wird sich in den 1970er Jahren noch weiter verschärfen, jedoch nicht unbedingt derart explizit wie bei den beiden Beispielen, die ich gerade gezeigt habe. Wir sehen auf diesem Foto die Künstlerin in ihrem Atelier Ende der 1970er Jahre vor einem ihrer sogenannten Women Paintings, ihre Frauenbilder, denen sie in diesem Jahrzehnt ihre ganze Aufmerksamkeit schenkt und die im Zusammenhang mit unserem Symposium von besonderer Wichtigkeit sind. Für diese großformatigen, ganzfigurigen weiblichen Porträts orientiert sich die Künstlerin an Aufnahmen aus Modezeitschriften, die sie für ihre Gemälde reinszeniert. Links haben Sie die titelgebende Ausstellungsarbeit Now is the Time und rechts die Arbeit Express. Beide sind aus dem Jahr 1971 und scheinen oberflächlich betrachtet Posing und High Fashion zu feiern, stilisieren den weiblichen Körper aber auch zum Fetisch. Die Gesichter der Frauen sind verhältnismäßig rudimentär ausformuliert und bestehen nur aus geometrischen Grundformen. Der Kleiderhaken der Hangings bekommt nun eine frauliche Gestalt. Wie Geister, auf deren Köpfen Perücken sitzen, treten uns diese lebensgroßen Modeavatare entgegen, ohne individuellen Ausdruck, auch wenn die Körpersprache noch so exaltiert und der Look und die Mode noch so raffiniert ist. Kogelnick selbst befindet sich besonders in den 1970er Jahren persönlich wie auch künstlerisch in einer sehr, sehr schwierigen Lebensphase. Nach der Eheschließung 1966 und der Geburt ihres Sohnes 1967 hat sie mit dem Ausfüllen der erwarteten Rollen zu kämpfen, natürlich und vor allem auch in Verbindung mit ihrer künstlerischen Tätigkeit. Anfang der 1970er Jahre notiert sie: Come into my world, where it still hurts, where it's wet and beautiful and slippery. The ground is full of hidden holes, filled with warm monsters. The sky has fallen low and it touches your head. Look around, but don't stay too long. Because I will come with my big scissors and my scratchy sharp knife and all kinds of instruments. These are my weapons and they want to kill. In einer anderen Notiz aus dem Jahr 1972 schreibt sie: I have childbirth behind me and that is the worst thing I thought in being a woman. Reduziert auf die eindimensionale Rolle als Mutter, Ehefrau und Arztgattin, sucht sie nach künstlerischer Anerkennung, die in den 70er Jahren, auch noch in den 70er Jahren, für weibliche Künstlerinnen bestenfalls Wunschdenken bleibt. 1976 zeigt die Künstlerin in der Henry Gallery in Washington D.C. ihre It Hurts Bilder, die eben titelgebend sind fürs Symposium und auch für meinen Vortrag. Hier sehen wir das dazugehörige Ausstellungsplakat links, das von der Künstlerin selbst entworfen wurde. Das Foto daneben zeigt die Künstlerin bei der Vernissage in der Galerie. Da ist auch rechts das Ausstellungsplakat zu sehen. Auf diese 10-teilige Bilderserie möchte ich im Rahmen meines Vortrags besondere Aufmerksamkeit legen. Und 4 Beispiele aus diesen insgesamt 10 Bildern möchte ich Ihnen zeigen. Links das Bild It Hurts with a Scissor. Rechts das Bild It Hurts with Acid, links das Bild It Hurts with a Scissor Again und rechts das Bild It Hurts with a Hammer. In der zwischen 1974 und 1976 entstandenen Serie konfrontiert uns Kiki Kogelnick mit ganzfigurigen, in Schwarz, Weiß und Grau gehaltenen Frauenfiguren, die sie wohl abermals aus Modezeitschriften entnommen hat. Die Vorlagen hierzu sind im Gegensatz zu den Vorlagen für die beiden Frauenbilder, die ich Ihnen anfänglich gezeigt habe, jedoch leider verschollen. Mit Pausverfahren, Sie können hier links im Bild das Tracing zu It Hurts with a Scissor sehen, werden die lebensgroßen Körper auf die Leinwand gebracht. Kogelnick überlegt die Betitelung dieser Bilder ganz genau. Sie sehen da eben in dieser Schreibmaschinennotiz diese Titelentwürfe, die sie gemacht hat. It hurts with a scissor, it hurts with a hammer, a knife, a tool, a corkscrew und so weiter und so fort. Der Beginn des Titels ist immer gleich,
Das Tool des Angriffs wird danach explizit erwähnt. It hurts anyway, nennt Kogelnick zum Zeitpunkt dieser ersten Auflistung zur Betitelung der Serie Anfang Juni 1976 das letzte Bild der Serie. Am 6. Juni 1976 wird die Ausstellung in der Henry Gallery eröffnet. Also mir ist dieser Juni 1976 wirklich wichtig zu erwähnen, werden wir gleich sehen, warum. Ich zeige Ihnen hier eine Atelieraufnahme, wo Sie eben diese It Hurts-Serie im Entstehen betrachten können. Dann zeige ich Ihnen noch ein Foto aus demselben Jahr, also 1974, wahrscheinlich aufgenommen von Kiki Kogelnicks Ehemann George Schwarz. Die außergewöhnliche Tatsache ist, es ist Ihnen sicher schon aufgefallen, dass die gelben Tools, welche die Körper der Frauen attackieren, hier noch nicht ausgeführt sind. Kogelnick hat diese also rückwirkend, wesentlich später, nämlich erst 1976, eingefügt. Bemerkenswerterweise für die gesamte Serie, wie man auf diesen beiden Fotos gut erkennen kann. Es sind außerdem nicht nur die gelben Tools, welche den Protagonistinnen Verletzungen zufügen. Es sind auch andere Details dazugekommen, vorrangig in Weiß, die ich Ihnen kurz nochmal zurückspringend zeigen möchte. Also hier vielleicht nochmal diese Ansicht aus dem Atelier. Voilà. Und hier eben die letztlich ausgeführten fertigen Bilder. Sie haben da auch diese weißen Details drinnen, also diese Gesichtsmasken zum Beispiel links, die zu Boden fallen, oder auch die offerierten Blumen, die eben rechts angeboten werden oder die hier eben auch durchs Bild fallen in beiden Fällen. Es scheint also, dass Kiki Kogelnick im Verlauf von der Entstehung der It Hurts-Serie hin zur Ausstellung in der Henry Gallery einen Prozess vollzieht, der die Gewaltausübung auf den weiblichen Körper nicht nur thematisiert, sondern wirklich explizit darstellt. Zu dieser Offenheit, zu diesem Aussprechen musste sie sich, und dafür stellt sich It Hurts fast wie therapeutischer Support dar, erst mit der Zeit durchringen. Auch wenn die Frauenkörper attackiert werden, bleiben diese stolz und aufrecht, halten eine Maskierung, die häusliche Gewalt meistens zwangläufig mit sich bringt, aufrecht. It Hurts ist gleichsam ein künstlerischer wie auch persönlicher Selbstfindungsprozess. Durch nachträgliches Hinzufügen macht Kogelnick nicht nur die alltägliche Realität von Frauen greifbar, die mit Gewalt konfrontiert sind, auch im Hinblick auf ihre eigene Lebensrealität scheint It Hurts ein Augenöffner zu sein. Es kann kein Zufall sein, dass Kiki Kogelnick am 4. Juni, genau 2 Tage vor der Ausstellungseröffnung in der Henry Gallery, in einem Brief an ihren Ehemann George schreibt: Okay, George, I am fulfilling your most urgent wish. I'm moving out. I hope Mono, also der gemeinsame Sohn, will understand the situation and I will never try to make him stop loving and admiring and seeing his father. This could be the wrong decision. Maybe I should have said it out or ignored everything. But George, I can't take your insults anymore. There's a certain survival force in all of us. And as two grown-up individuals, I think there might be a reasonable chance for both of us to continue this life without hate, fights, insults and hitting. And most of all, lack of love and respect. Die Kunst fungiert für Kogelnick. Der Brief an George tritt den Beweis dafür an, als Mittel der Selbsterkenntnis und Selbstermächtigung. Mittels Darstellung im Bild kommentiert sie nicht nur ganz allgemein den Platz der Frau in der Gesellschaft und verschiedene Formen von Gewalt, die der Frau angetan werden, darunter gewaltsame Geburtshilfe, häusliche Gewalt oder Objektifizierung des fraulichen Körpers in der Modeindustrie oder den Medien ganz allgemein. Über ihre Kunst findet Kogelnick schließlich auch ihr persönliches Aktionspotenzial wieder und dreht die zugeschriebenen Rollen von Angriff und Verteidigung um. Hierzu möchte ich Ihnen ein letztes Bildbeispiel zeigen, das Selbstporträt The Painter von 1975. Für diese Papierarbeit, die auf Leinwand aufgebracht wurde, dient sich Kogelnick selbst als Modell, wie sie es bereits in den 1960er Jahren unzählige Male gemacht hat. Sie hat ihren Körperumriss abgenommen und in diesem Fall das Innere der Kontur mit schwarzer Farbe ausgefüllt. Neben dem schwarz ausgefüllten Umriss
ist ein kleiner, nur mit Bleistift ausgeführter Körperumriss zu erkennen, der ihren damals 8 Jahre alten Sohn darstellt. Angetan mit Malerkittel, den die abstrakten Farbspuren verdeutlichen, gibt es ein besonders interessantes Werkzeug in unserem Zusammenhang, den Malerpinsel. Ich finde, da ergibt sich auch ein ganz guter Anschluss zu dem letzten Bild von Grete Stern. Lang und schmal, fast an ein Messer erinnert, tropft von diesem Pinsel rote Farbe. Die Position auf Höhe des weiblichen Geschlechts macht eine Konnexherstellung zwischen weiblicher und künstlerischer Schöpfungskraft. Ich habe das auch in der Fotomontage gesehen von Grete Stern, augenscheinlich. Da dies nicht nur meine Interpretation ist, demonstriert ein Foto aus dem Archiv der Kiki Kugelnick Foundation, das als Vorlage für das vorliegende Werk diente. A new period, ganz unten, hat die Künstlerin auf dieses Foto notiert. Vergleicht man das Foto mit dem ausgeführten Werk, fällt auf, dass Kugelnick die Körpersprache von The Painter ganz bewusst in Richtung Bedrohlichkeit, Angriffslust und auch raumfordernder gestaltet hat. Die Beine sind breitbeiniger, der Pinsel hingegen deutlich schmäler als auf der fotografischen Vorlage. Dieser könnte vielleicht sogar mit einem Messer verwechselt werden. Ready to slay, wie man so schön sagt, bereit abzuschlachten, metaphorisch für bereit zu reüssieren, wie ein androgyner Ninja-Kämpfer. Und ich möchte hier nochmals auf den geschlechtsneutralen englischen Titel The Painter verweisen, holt die Künstlerin Kiki Kugelnick selbst zum Rückschlag aus. Kein üppiger weiblicher Körper, der angestarrt wird, kein blattgewalzter, aufgehängter Körper, kein grotesk posierender, mit High Fashion behängter Körper, der letztlich nur das Blickregime des Patriarchats auf den weiblichen Körper spiegelt. Hier haben wir einen menschlichen Körper, ohne individuelle Züge, der in die aktive Rolle geht und bereit ist, gleichermaßen anzugreifen wie auch zu verteidigen. Das Weapon of Choice fest umschlossen in der Hand. Der Malerpinsel macht die Künstlerin zur mündigen und Darstellungsbemächtigten. Nicht mit den Waffen der Frau, sondern mit einer Waffe, die ewig währt, tritt uns Kiki Kugelnick hier entschieden entgegen. Mit der Waffe der Malerei. Vielen Dank.